Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Mal habe ich für euch das Spiel Hogwarts Legacy Harry Potter. Es ist ein ungewöhnliches Spiel für meinen Geschmack, aber da es so geile Bewertungen hatte und die Trailer waren überzeugend, habe ich mir gedacht, ich hole es mir. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt die Einstellungen übersprungen und wir sind direkt da, wo eigentlich das eigentliche Tutorial anfängt. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruin. Schaut geil auf jeden Fall. Sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Gut, ich wollte jetzt den Dialog nicht unterbrechen. Schön aufpassen. Folge Professor machen wir. Also das Videotrailer könnt ihr selber anschauen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, als der uns Überraschung, wenn es soweit ist. Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Okay, der läuft jetzt selber schneller. Alte Magie? Ja, auch nicht schlimm. Eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Nicht schlecht. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit das der soll zu tun. Hogwarts sein, oder was jetzt? Da unten. Habe ich was falsch verstanden? Hier lang. Egal, machen wir erstmal weiter. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere. Ach so, man kann mit der Umschalttaste ist derjenige, der sie ausübt. Einschalten und ausschalten, ob er gehen oder laufen kann. Okay. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Wir werden bestimmt da durchgehen, 100 Pro. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Oh. Fokus auf das Zentrum. Es geht schon los. Das Zentrum. Tippe. Oh. Geil. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera. Okay. Ah. Alles klar. Machen wir. Wow, wow. Das war etwas holpriger als erwartet. Achso, ich kann das Zeug zerstören. Okay. Verstanden. Mach mal. Wie kommen wir rüber? Was da oben? Nicht mehr weit. Gleich da vorne. Okay, Tutorial und Tastaturbelegung ist, wenn man sich mit Games auskennt, eigentlich gleich. Bis jetzt. Bleiben Sie ruhig. Muss ich jetzt eine Brücke zaubern? Nein, das macht er. Okay. Also euer Charakter könnt ihr individuell erstellen. Wie ihr wollt. Fast geschafft. Jetzt habe ich versucht, meins so zu erstellen, dass es mir ähnlich aussieht, aber naja, sagen wir mal so, die Möglichkeiten waren nicht da. Das kann aber nicht Hogwarts gewesen sein. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört.
Also sie reden gerade über einen Schlüssel, der bei dem Trailer dabei war. Wir wurden angegriffen von etwas, ich sag nicht von was. Und der ging anscheinend verloren oder so. Die Minikarte zeigt Umgebung. Halte vorgenommen. Aha. Okay. Aha. Ich kann mit V einschalten und ausschalten. Yes, gut. Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Mhm. Was muss man jetzt machen? Er untersucht es. Ist schon geil, gell? Mit dem Stab. Das ist ja besser als eine Maschine. Was ist jetzt? Muss ich auch untersuchen oder muss ich jetzt warten? Vermutlich muss ich warten. Oder soll ich die Umgebung untersuchen? Professor, die Statue! Ah, vielleicht war dies ein Zuhause. Okay. Ja, die Statue. Okay, ich muss mit untersuchen. Gut, verstanden. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Ein Spiegel. Eine Tür. Sollen wir da durch? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Das weiß ich auch nicht. Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Oh. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Also nur ich kann das sehen. Interagiere mit Magie. Ja, wie jetzt? Ach so, untersuchen. Namen. Der Weg nach Hogwarts. Godric's Herz. Wo sind wir? Ja. Das glaube ich nicht. Irgendetwas oder jemand schläft hier? Ach ja. Hallo? Ist das nicht dieses Ministerium vielleicht? Ein Koboldbankier. Also, wenn es so weitergeht, muss ich sagen, das heißt, es ist sehr viel storybasiert. Unmöglich. Der schaut ja eh aus. Einen Moment. Bekommen wir was? Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Aha. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Ah, wir haben den Schlüssel. Okay. Ich dachte, wir haben ihn verloren. Hier entlang. Hm. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Nachbarn. Schön.
lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Also wenn ich habe Sie behalten möchten. Die Grafikkarte wurde automatisch konfiguriert. Ich habe da jetzt nichts verändert. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Grafik schon geil ausschaut. Und ich vermute, es ist sehr, sehr umfangreich, das Spiel. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon. Wir sind erst am Anfang hier. Sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Oh, echt jetzt? Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Ja, echt? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Boah, echt jetzt? Ein gutes Stück liegt noch vor uns. Ja, Wahnsinn. Der Wachmann. Verlies Nummer. Verlies 12. Verlies ein großer 12. Tag. Weiterfahren. Oh, es geht weiter. Noch mehr nach unten. Okay. Der hat komisch ausgeschaut, der Wachmann. Verfolgt er uns? Ich glaube nicht. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Oh. Kaum Besucher dort heutzutage. Ja, wir sind aber da. Jetzt sind wir da. Wir sind die Besucher. Verlies 12. Na, schauen wir mal, was uns dort erwartet. Bin gespannt. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. Hä? In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Wow. Bis zum heutigen Tag. Jetzt wird's spannend. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, und jetzt geh weg. Der ist neugierig, oder? Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Ist das jetzt gut oder schlecht? Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ja, finde ich auch. Ich muss denken. Denk! Da muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ein ja, Zauberspruch. Ein Enthüllungszauber. Yes. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Was? Oh. Ach so, ich muss... Okay. Ich muss selber steuern. Ich kapiere das nicht ganz. Aha, das gibt mir Schub. Weiter, 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 weiter. Geschafft. Boah. Knapp. Wirke Revelio. Revelio. Da, da war etwas. Etwas ja, näher und es war die ganze Zeit da. Jetzt ist es weg. Was
Was muss ich jetzt machen? Eine Tür. Aha. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Ach, wirklich? Gehen Sie vor. Na, schauen wir mal. Schaffen wir es irgendwann mal zu Hogwarts überhaupt? Lumos! Das ist kein normales Verlies. Ich will auch Lumos. Den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Habe ich keine Taschenlampe? Ich will auch Lumos. Wir müssen uns es verdienen. Wie auch immer, keine Ahnung. Schauen wir mal. Da vorne ist etwas. Was ist es? Weiß das Leuchten wieder. Nicht. Diesmal auf dem Boden. Muss ich wieder Magie machen, interagieren, untersuchen? Oh, wow. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Oh Gott, der sieht ja auch gar nichts, ich oder? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Entscheide dich, wie du vorgehen willst. Oh, Mann. Es muss einen Grund für dieses... Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Aha. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Ja, jetzt aber. Weiter. Habe ich jetzt Lumos gelernt? Ich glaube, ich habe Lumos gelernt. Okay. Aha. Die Bewegung, um Lumos zu wirken oder zu beenden. Sehr schön. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass der Ritter gerade aufgestanden ist? Ich glaube, das ist nicht gut. Oh, es geht schon los. Alles klar. Haben wir es geschafft? Kommen Sie! Okay. Wieso wurden wir jetzt angegriffen? Das war wahrscheinlich auch eine Art Test, nehme ich mal an. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Seinen Namen will ich nicht kommentieren. Echt nicht. Ach so. Lumos. Lumos. Wohin soll ich nur gehen? Ja. Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ja, das habe ich verstanden. Man kann doch schneller laufen. Oh. Ah, was haben wir denn dorthin da? Führen Sie mich. Das Leuchten wieder.
Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Lumos. Ich muss die Statue wieder aktivieren, oder? Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ja. Oh je. Lumos. Jetzt muss ich sie selber aktivieren und dann mit denen kämpfen. Na toll. Ich aktiviere nicht alle drei auf einmal, oder? Oder doch? Okay. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ja, das haben wir verstanden. Ach, muss ich das exakt machen? Okay. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Soll ich das machen? Okay. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh. Okay. Shit. Protego. Es kommen doch bestimmt weitere, ne? Halte Q während Protego gedrückt. Gedrückt, um Gegner mit dem Stupo konnte zu betäuben. Aha. Okay, versuchen wir es mal. Es geht schon los. Okay. Es ist anspruchsvoll und wir sind erst am Anfang. Wer weiß noch, was noch so alles an Magiesprüche kommen, wo man so interagieren muss. Schnell, zack, zack. Brutal. Ach so, Lumos. Lumos. Weiter geht's. Wohin? Zeig mir den Weg. Ich glaube, ich habe was gefunden. Okay. Wo bin ich jetzt? Lumos. Lumos. Revelio. Nein. Vielleicht hier in der Mitte. Ich hatte recht. Was ist das denn? Ein schwebendes... Was? Getränk? Ah! Da sind sie ja. Der ist ja im Verlies. Der ist ja im Verlies 12 gewesen jetzt, gell? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Ah, das
kennen wir. Mal sehen. Ich hoffe, ihr habt alle die Filme angeschaut von Harry Potter. Alle. Dann müsste das alles zusammenpassen irgendwo. Nicht hundertprozentig, so wie es jetzt läuft, aber man kennt ja viele Sachen normalerweise, wenn man sich die Filme angeschaut hat. Genau, das kennen wir. Wenn man reinschaut, kann man ja sehen. Ja, das kennen wir. Klar. Ist das Dumbledore? Schön. Alles ist bereit. Das kann nicht Dumbledore sein, oder? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Natürlich ist er für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht. Ich dachte nur. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Und nun? So, er hat jetzt seine Erinnerung da reingesteckt. Sehen Sie also das Leuchten, okay, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Oh, ich habe Fähigkeiten. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Das heißt, ich bin ein besonderes Kind. Und vielleicht George. Oder starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's. Ach, das ist dieser Kobold. Renrock. Der Böse. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sicher nicht. Das kriegst du nicht. Na, das kennen wir nicht. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Was heißt das? Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen. Oh. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun. Was für Verräter? Der hat die Wahrheit gesagt. Ich gebe Ihnen böser, gar nichts. Böser Kobold. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Oh, jetzt geht's los. Der ist ein wenig zu mächtig. Was passiert? Ei, was ist das für einer? Wow. Das brauche ich. Das schaut richtig geil aus. Was für eine fette Rüstung. Oh mein Gott, der fällt auf ihn jetzt. Nicht schlecht. Wir sind weg. Wir sind gerettet. Was war denn das für ein Viech? Wahnsinn. Alles in Ordnung? Ja, Sir.
Und wo sind wir? Ein mächtiger Kobold. Ja, stimmt, er war echt mächtig. Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Das habe ich bemerkt, das haben wir alle bemerkt. Wo sind wir? Ja, genau. Erstmal das. Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ja dann, hoffentlich schaffen wir es mal irgendwann mal nach Hogwarts. Also wirklich. Ah, ist das unser Zug? Ah, das schaut echt gut aus. Schön, das schaut richtig schön aus. Jetzt fängt das Spiel an. Geil. Das war erst die Einführung. Das Ganze hier bis jetzt war die Einführung. Wahnsinn. Was uns noch hier erwartet, das ist echt vielversprechend. Also ich glaube, es war kein Fehler, dieses Mal dieses Spiel zu holen. Bin echt gespannt, was noch zukommt jetzt. Schauen wir mal erst einmal, ob wir da sind. Übrigens bei der ganzen Einführung davor meine ich die Anmeldung. Es gibt eine Vorauswahl für deinen Charakter. Zu wem du passt, zu Gryffindor oder die anderen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ich bin bei Gryffindor gelandet. Nun, okay. Kommt jetzt was oder? Wieso ladet es so lange? Ich glaube, es ladet viel Dateien runter gerade. Für das Erstellen dieser neuen Welt. Ich glaube, man kann mit einer stärkeren Grafikkarte noch mehr rausholen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube es. Meiner Meinung nach, man kann viel bessere Grafik kriegen. Meine wurde jetzt automatisch angepasst. Und ich finde sie gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Oh. Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Wieso? Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Auf geht's! Auf geht's! Gehen wir rein! Die Auswahl läuft schon! Wir sind da! Wir sind da! Moment! Wir kommen! Oh oh! Ich glaube, es gibt Ärger, weil ich zu spät bin. Phineas Nigellus. Oder er kriegt Ärger. Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Ja. Nun, das Kobold-Problem. Wir hatten Komplikationen. Definitiv. Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Okay. Im Haus jetzt wird zugeteilt. Schauen wir mal, was hier gleich passiert. Also, geile Atmosphäre. Und es schaut ziemlich gleich. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte ja. Setzen. Aber wo ist Gryffindor? Gryffindor meine ich, Dumbledore. Oh, der magische Hut.
Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ja, was heißt das? Ich freue mich auf dich, ich will unbedingt erkunden. Man muss hier Auswahl treffen. Hier muss man vorsichtig sein. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Wir nehmen Unterricht. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. Okay. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Mhm. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Das ist wichtig. Hm. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Ja? Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen... Neugier? Nehmen wir Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Okay. Was andere verwirrt, das ist schon mal gut. Erfasst du mit klarem Verstand. Das hört sich gut einen an. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Nein, wieso? Egal, passt schon. Nehmen wir... Ja, wir nehmen das. Wir nehmen das. Das war die Wahl. Wir bleiben dabei. Nicht cheaten. Du gehörst nach Ravenclaw. Wuhu. Alles klar. Wir wurden zugeteilt. Yeah. Okay. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Wieso? Ruhe. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Okay, das ist schon aber mal gut. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Okay. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ach. Ach, das war jetzt die Aufforderung zu gehen, oder was? Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Der hat nichts gegessen. Was soll denn das? Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Ja, hier bitte entlang. Machen wir das. Aber wir haben nichts gegessen. Die anderen haben was gegessen, wir haben nichts gegessen. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Boah, das war langsam jetzt. Die Grafikkarte muss hinterherkommen. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Schaut schön aus. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Ich muss ein Rätsel lösen. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Okay, ich musste nichts entscheiden. Hier war alles vorkonfiguriert. Sehr gut. Gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts.
Gute Nacht. Okay. Schaut schön aus. Haben wir schon geschlafen? Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Muss was schauen. Okay. Gut. Es ist sehr, sehr umfangreich, das Spiel. Wir sind erst überhaupt am Anfang. Und deswegen, es reicht erst einmal. Ich lasse es hier bei Part 1. Ich werde das Spiel aufteilen. Auf gar keinen Fall werde ich das bis zum Ende hier zocken. Das ist zu viel. Gut. Bleibt dabei. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Hinterlasst mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Definitiv und sicher. Bleibt dran. Ciao.